So, und damit recht herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge hier zu Medieval Engineers. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir freuen uns, dass ihr einschaltet. So, wir mit dabei natürlich der Eisdragon. Hallo. Wir haben den Heiko dabei. Hallo. Da ist er ja übrigens. Der inspiziert gerade meine Wohnung. Ach, guck mal, da ballerst sogar hier auf dem Bett. Auf dem Bett. Ja, die hast du noch auf dem Bett drauf, das Wappen. Das ist ja geil. Du kannst ja auch nur Flaggen aufstellen, ne? Ja, das. Aber das habe ich gerade irgendwie abgerissen. Und nicht mehr da. Den German Zocker haben wir noch. Genau. So, jetzt müssen wir erstmal hier wieder schauen hier. Ich geh da mal wieder Bio, ja. Jo, vielen Dank für dein Tauschgeschäft hier. Ja, Heiko, wenn du 8-mal Flachs vom Bio brauchst, dann musst du jetzt schon ein Angebot machen, ne? Ja. Komm ja. Nicht raus. Ich, mein Angebot wird jetzt bei 14 Metallenteilen und einem Kupferbarren liegen. Ich muss mich hier irgendwie rausgraben. 14 Metallteile und einen Kupferbarren. Jo. Ja, muss Bio entscheiden, im Endeffekt ist ja dein Fakt. Ich hab das schon, was du brauchst. Warte mal, ich guck mal gerade was nach hier. Ja, klar hast du den Flachs und die Frage, was willst du dafür haben, das ist der Punkt. Ja. Ja, es wäre jetzt so unfair, wenn ich jetzt sage, einfach nichts, ja. Dann, aber ich brauche halt auch nichts. Das ist halt das primär ein Kürbis. Genau. Genau, sag einfach, du willst 2 Kürbis von Heiko haben. Und du musst. Ich könnte ja auch ein Kohlebecken noch anbieten. Ein was? Ich kann aber alles selber herstellen, das ist immer der Punkt. Ja. Ist halt jetzt die Sache. Bring mir mal so ein Wägelchen her, geht das? Ich könnte den fertigen Wagen rüberbringen, ja. Ich habe eigentlich einen bei mir rumstehen. Ja, dann bringen wir den her. Könnte aber jetzt eine Stunde dauern, bis ich bei dir bin. Ja, ist ja egal, ich habe Zeit. Aber ich sehe gerade, ich muss mein Dings wieder. Irgendwie glaube ich, ich komme früher, als mein Claim weg ist. Genau deswegen. Das muss ich nämlich jetzt auch gerade machen. Na, ich habe meine laufen jetzt beide noch locker. Ah, drin, das hängt sogar hier dran, na, ja? Das ist ja geil. Das hängt auch dann da dran, das Wappen. Ja, genau. Das hängt überall, wo deine Flagge, wo dein Wappen ist. Ist an dem Claim ist das dran, an deinem Bett, an den Flaggen, die du selber aufstellen kannst und bannern. Finde ich sehr nice. Es gibt Flaggen, ich will auch Flaggen. So, ich hab's wieder um 5 Stunden verlängert. Also glaub mal, spätestens wenn mein Flachsfeld, was ich jetzt angebaut habe, wenn das fertig ist, dann läuft bei mir auch alles, was mit Flachs ist, geht dann erstmal wieder. Oh. Nein. So, persönliche Flagge. So, der Hausherr kommt wieder zurück. Also wenn du hier immer noch rumgeisterst, German Zocker, dann. Ich versuch gerade den Berg hochzugehen. Denn ich möchte nochmal erwähnen, dass wie gesagt, German Zocker, ne, bei dem ganzen Gebiet dann, das ganze Planquadrat auf der Oberkarte dann immer uns gehört, ne? Ja. Also langsam kommen wir den Karren schon voran, ey. Also natürlich jetzt Minen oder so, also irgendwelche Abbaustellen, die jetzt außerhalb eures Planquadrats liegen, die würde ich jetzt nicht sagen, dass das ganze Planquadrat dann natürlich euch gehört, sondern aber nur dann die Mine halt, wo man sagt, okay, die habe ich gefunden, meine, ne? Ich komme hier nicht raus, Hilfe. Ach oh Gott, muss ich denn hier runtergehen? Buddel, buddel, buddel. So, ja, Bio, es könnte ungefähr die ganze Folge dauern, bis ich weiter bin. Tut mir leid, aber. Tut's dir gar nicht, komm, lüg doch. Ja, yeah, genau so wollte ich das haben. Leute, das ist ein nices Bild hier. Yes. Screenshot. Okay, jetzt bin ich zu Hause. Das sieht cool aus. Mein Wappen. Eiskalt, wenn du erst damit was zu tun hattest. Könnte es sein, dass du gerade damit was zu tun hattest? Womit? Mit den Nachrichten im Chat? Wieso? Was war denn da im Chat? Ja, wo bin ich denn gerade runtergefallen? Weil Eiskalt, German Zocker irgendwie gestorben ist, aber gut. Nee, ich hatte nichts damit zu tun. Ich war völlig unschuldig. Das sagen sie alle. So, jetzt habe ich das Tolle, ich soll jetzt nochmal eine Schmiede im Inventar haben, was das Clevere ist. Ich habe schon längst eine Schmiede. Ich baue die einfach ab? Ja. Aber das ist das Nervige, jetzt muss ich die extra wieder einsammeln, nur damit ich sie im Inventar habe, obwohl sie schon längst auf meinem Claim hinterm Haus platziert steht. Ja. Wo ist sie danach extra so, nochmal platzieren? Was haben wir hier? Kräutersamen. Das ist, naja, gut. Bauen wir sie ab. So. Wie komme ich jetzt zu meinen Sachen? Ich soll jetzt übrigens direkt nämlich 5 Stahlbarren herstellen, Heiko. Heiko, wie viel brauchtest du jetzt? 8. Flachs. Okay.
Witzige ist, als du den Karren erstmal in Bewegung hast, dann kannst du auch ruhig laufen. Ihr wollt mich doch verarschen. Ja, ja, der muss nur erstmal in Bewegung sein, ja, ja. Ja, mir hat so aufgefallen. Boah, das ist so ein Stahlbarren. Ich hab mir gesagt, was machst du denn? Stahlbarren. Kästchen. Stimmt jetzt hier stauernd hier oder was? Dafür brauche ich Kohle. Und für Kohle. Achso, da brauche ich erstmal. Stimmt, da muss ich erstmal. Für dreimal Kohle brauche ich einen Balken. Und für einmal Stahl brauche ich dreimal Kohle. Okay. Also für übrigens einen Stahlbarren, Heiko, brauchst du zwei Eisenbarren und dreimal Kohle. Das, der geht so steil nach oben. Wie soll ich denn da hoch? Hier erstmal meine Sachen. Nee, meine Sachen sind noch da. Jetzt sind meine Wie viele Barren weg. Soll ich machen? Fünf. Und ich muss mal fünfmal Kohle herstellen. Ach so, diesen Berg. Komme ich denn jetzt diesen Berg hoch? Zu Fuß, mit dem Kran, keine Ahnung. Jetpack! Nein, nicht bei Space. Alter. Wir haben eine nicht. Zeitreise gemacht. Die euch sehen auch schon. Wie kommen. Eine Zeitreise ins Mittelalter. Ohne Jetpack, ohne Bohrhammer, ohne Schweiß- und Flexgerät. Wir sind meine Sachen. Altertümlich. Ich bin traurig. Mal Brennstoff nachlegen. So. Oh, schickes Banner. Ne? Das ist hübsch geworden. Ist mein Wegelchen da, ja? Ja, hier kann ich hoch. So, und jetzt müsste ich fünfmal. Was? Genau. So, Leute, ich möchte mal verkünden, ich kräfte jetzt als erster Stahlbarren. Oh. Und? Ich hab jetzt da. Und, oh Gott. Das heißt, ich kann in Zukunft nicht mit Stahlwerkzeugen handeln. Oh. Das Ding ist, du kannst jedes Hülsen einmal verkaufen. Sonst. Ja, ich weiß. Danach könnt ihr sie ja immer wieder ein. Obwohl, nee, ich glaube, einschmelzen könnt ihr die auch nur, wenn ihr die entsprechenden Fähigkeiten schon habt dafür. Echt? Weil, ihr könnt nicht alles von Hause aus einschmelzen. Ich hab grad mega Hunger. Das ist natürlich auch nett. Während im Livestream macht's ein Bing. So, Feuer aus erstmal. So, jetzt haben wir die so. Die und den Weizen ist reif. Und ja. Craft a Forge. Die ist er wohl. Können auch. Viel zu viel zu tun hier. Können auch die Sachen verschwinden nach der Zeit? Ja. Ja, wenn du sie nicht eingesammelt hast, verschwinden sie. Ja, ich glaube, nach 5 oder 6 Minuten hast du eingestellt, ne? Und ja. Oh, bitte nicht. Und das war schon die längste Zeit. Ach, es gibt auch noch eine Forge, Heiko. Advanced Crafting Station for Making Hardened Tools and Weapons. Ich komme diesen Berg nicht hoch, weil der Und so dafür brauche ich übrigens auch die Schmiede im Inventar, Heiko. Um eine Forge herzustellen, brauche ich eine Schmiede. Okay. 6 Balken? Bio, wo bist denn du? Ach, hier. Ich bin hier. Nein. Ich bin so. Dein Haus ist ja auch schon riesig, ey. Ne? Dein Haus ist ja auch schon ganz schön riesig. Das ist groß geworden, ja. Da muss ich gleich mal. Ach, guck mal hier, Leute, unser Wegelchen. Dann hole ich die Schmiede jetzt von draußen, weil ich glaube, die Schmiede werde ich danach nicht mehr brauchen. Der wird dann. Schön mit dem Banner. So. Werde ich auch die Sachen von der Schmiede herstellen können. Sieht aber schon sehr spicy aus, ne? Hier, komm mit, dein Flachs liegt hier drin, ne? Oh, der Unterkasten war wieder tot. Schon wieder. Meine Güte. Dann musst du denn den Berg da hoch, hier in der Truhe hier drin. Er steht ja noch öfter als ich, ey. Deswegen, was willst du denn da oben auf dem Berg? Danke. Willst du Paragliding machen oder was? Base Jumping oder. So, Unterkasten, was willst du auf dem Berg? Ich will meine Sachen holen. Achso, du bist da oben gestorben und willst jetzt da wieder hoch, um deine Sachen zu holen. Ja, aber der Berg ist mega steil. Der Berg hat was dagegen, also. Ja. Oh, Spicy Bread bringt Stärke und. To craft your first master's tools, a steel hammer. Jetzt sind meine Sachen weg. Wow. Jetzt kann ich mir neue Sachen machen. Forge platzieren. Oh, mein Kohl ist ja auch schon wieder fertig. Sehr Wahnsinn. Ja, habe ich auch gesagt, Weizen und Kohl war fertig. Da liegen meine Sachen. Wieso bin ich ja nicht so blind, Mann?
Alles fertig hier, meine Güte. So, Bronzehammer, Kupferhammer. Die lagen alle hinter einem Baum. Eisenhammer, Stahlhammer. Okay. Dafür brauche ich jetzt nochmal einen Balken. Ach, um Stahldinger herzustellen, Heiko, brauchst du auch dieses Öl, ne? Ja. Um Stahlwerkzeuge herzustellen. Ich hole mir jetzt Fleisch. Und beim Herstellen der Forge habe ich meine Behälter nicht wiederbekommen. Das Lustigste war, meine Sachen waren immer auf dem Berg drauf. Bin ich unnötig gestorben. Traurig. So. Aber wenigstens habe ich jetzt was zu futtern. Also ein Stahlhammer. Da brauche ich das Öl für. Balken haben wir schon. Ich brauche nochmal zwei Stahlbarren. Zwei Stahlbarren brauche ich nochmal. Zweimal Kohle. Oh, noch ein Baumstamm. Mein letzter Baumstamm, ey. Ah, kleines Lager für Erze. Geht ja weg wie nichts, die Baumstämme, Heiko. Ja. Na, weil du halt einen ganzen Baumstamm brauchst, um dreimal Holzkohle zu bekommen. Du brauchst aber pro Stahlbarren dreimal Holzkohle. Hm. Auf jeden Fall schon mal einen Baumstamm auch, um einen Stahlbarren zu machen. Ja. So. Ich brauch doch zwei, oder? Moment, noch mal gucken, ob ich wirklich zwei Barren brauche. Ja, ich brauche zwei Barren. Zwei Stahlbarren. Ich habe mir hier ein Mini-Lager. Da sind doch alle 14, ja, sind doch alle 14 Eisenbarren weg, die ich machen sollte für die Aufgabe. Ja. Okay. Oh, Stein ist kein Herz. Longquest schneller, bevor der Baumstamm ausgebrannt ist. Dankeschön. So, gehen wir wieder auf die, jetzt nicht mehr in die Schmiede, sondern in die Forge rein. Und können uns kurz die andere Quest abbringen. Den ersten Stahlhammer herstellen. Dafür bin ich zu arm. Tada! Der hat eine. Ich möchte mal vergleichen. Der Bronzehammer hat eine Durability, also ein Durchhaltevermögen von 300. Der Stahlhammer hat eine Durability von 1200. Ja, das ist ordentlich, ja. Der hält viermal so lange. Oh, sitzt doch einfach diese blöde Pflanze hier. Sehr, sehr geil. Jetzt kann ich nicht alles in Stahl herstellen. Ui. Also außer Waffen, die kann ich noch nicht herstellen, aber ich kann zumindest alles, was jetzt Werkzeuge angeht, kann ich in Stahl. So, also wenn der Bronzehammer irgendwann kaputt ist, wird durch den Stahlhammer ersetzt und dann wird dieses Bronze zwar wieder eingeschmolzen, habe ich irgendwas bei Bronze-Dinger rumliegen, aber die kann man irgendwann wieder gut für Metallteile verwenden, wenn man sie braucht. Alle Erze und Barren, die man später nicht mehr braucht, die kann man dann für Metallteile benutzen. Jetzt wollte ich was machen und jetzt finde ich es nicht. So, Balken ablegen. Dann haben wir nochmal einmal einmal Kupfererz. War das beim Military? Das war ja nicht. So. Ach, hier ist die Keule beim Militär, ne? Was ist denn noch irgendwas zum Ablegen gerade? Nö. Kann man sich irgendwie die Autos bauen? Ja. Doch. Eine Quest zu. Questreihe. Ja. So, jetzt kann ich mal gucken, welche ich noch offen habe. Ich hätte nämlich noch Strings Attached, Metal Tools und Weaving offen. Was für Rundbalken. Jetzt muss ich echt nochmal Metal Tools machen, ne? Das finde ich jetzt so übertrieben, ne? Ich habe jetzt schon Master Tools und er sagt mir, mach mal Metal Tools noch fertig. Was sind Rundbalken? Aber was Metal Tools ging doch bei dir auch nicht, oder nicht? Ach, das ist Rundbalken. Ne, er sagt nur mal Craft a Pickaxe or a Hammer. Dann mach ich einen aus Eisen jetzt einfach. Nochmal. Mach ich mir nochmal zwei Eisenbarren und dann ist gut. Meine Fackel brennt. So. Da wird allerdings das Holz zum Schmelzen nicht mehr ausreichen. Was ist denn ein Rundbalken? Ist das ein Rad? Ein Rundbalken ist einfach nur ein runder Balken. Dann bestimmt das Rad. Nee, es ist kein Rad. Balken, der Name schon sagt. Normaler nicht Balken, ne? So, was soll ich machen? Pickaxe or Hammer? Mache ich einen Eisenhammer einfach. Hat eine definite Durability. Keine Ahnung. Als ob ich dafür Metallteile brauche. Eine Wandfackel.
So, jetzt habe ich nämlich die Metal Tools offiziell auch abgeschlossen. Habe ich zwar nur Sachen bekommen, die ich eh schon hätte craften können, aber egal. Könnte ich den direkt wieder einschmelzen? Der ist. So. Aber was soll ich sagen? Ich könnte ihn auch einfach so wieder einschmelzen. Ja. Die Folge ist schon wieder zu Ende. Damit verabschieden wir uns schon wieder. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Mal. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, natürlich wieder ein Kommentarchen anlassen. Freuen wir uns drüber. Sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und natürlich wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.